Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und, meine Lieben, das ist wieder ein großes Highlight, ein Tool, auf das viele, viele Spiele aus dem LS19 gewartet haben. Und die, die es noch nicht kannten, ihr werdet das Ding lieben, aufgrund unterschiedlicher Situationen. Wenn ihr ein neues Safe-Game herstellen wollt, wenn ihr modden wollt, wenn ihr ein Feld wiederherstellen wollt, weil irgendwas schiefgegangen ist oder irgendein Fehler sich eingeschlichen hat und ihr euch furchtbar ärgert, dass alles kaputt ist, neuer Patch, Feldstatus ist falsch oder sonst irgendwas. Dieses Tool, mit dem könnt ihr beinahe alles im LS verändern, anpassen, drehen, schieben, machen, wie auch immer ihr das gerade möchtet. Aber lasst uns mal einsteigen. Also, das ist vom lieben GTX. GTX, thank you very much for this nice mod again. Mit dem Tool könnt ihr wirklich unheimlich viel Zeug erstellen. Lasst uns aber mal anfangen. Für die, die es aus dem LS19 kennen, muss ich sagen, die Tastaturstellung hat sich geändert. Es ist nicht mehr F11, sondern es ist jetzt F12, um da reinzukommen. So, das heißt, ihr könnt hier wirklich alles per Oberfläche anpassen. Ihr könnt Geld hinzufügen. Das ist relativ simpel. Ich schreibe hier 200.000 Euro rein und hier oben 2 Millionen, Entschuldigung, und hier oben wurden 2 Millionen hinzugefügt. Ähnliches geht mit Minus, wenn ihr sagt, ihr möchtet das, mal gucken, Moment, okay, das ging mal, ach, Geld entfernen, Entschuldigung, Minus geht nicht mehr, jetzt ist es mit Geld entfernen und dann kommt das so. Also dann geht das weg. Ihr könnt aber auch, wie ihr seht, wir haben 294 Millionen gerade drauf, dann sagt ihr einfach Geldbetrag einstellen und ich möchte jetzt einfach nur noch 2000 Euro haben. So, da haben wir 2000 Euro, die ganze Zinnober angepasst. Also richtig cool, dass man das jetzt auch nicht mehr rechnen muss, also schon neue Funktionen hinzugekommen, die schön sind. Extra Timescales kann man hier einstellen, ne? Also hier seht ihr, da gibt es sogar noch einen extraen Warnhinweis, das ist auch relativ wichtig. Wenn ihr mit 5000-fach vorspult, dann ist es so, dass das Probleme mit den Skripten, mit den Durchläufen, mit den Synchronisierungen haben kann. Besonders wenn es regnet übrigens. Also wenn es anfängt zu regnen, dann muss man kurz stoppen und dann wieder anfangen, weil sonst das Probleme gibt. Das kennen wir schon von Fast Forward. Also es gibt so ein paar Mods, die einige Funktionen von Easy Development Controls schon hatten. So ein paar Sachen sagt er, also das kennen wir schon. Aber in der Summe, dass das jetzt in einem Tool zusammengekommen ist, das gibt's so noch nicht. So, na, jetzt gibt es hier die extra Timescales und ich kann das ja mal ganz kurz eben machen. Also ich gehe hier vor, bis 360 ist üblich, dann gehe ich bis 500, 2000, ihr seht es hier, geht gerade voll ab. Da müssen wir ein bisschen entspannt machen, geht 5000. Und wie gesagt, gerade wenn es zwischendurch anfängt zu regnen, dann könnte das eben zu Problemen führen. So, jetzt werden wir wieder ein bisschen langsamer werden. Also eine 5000-faches Vorspulen haben wir jetzt mal durchgezogen. Ne? Funktioniert auch gerade noch alles. Wie gesagt, diese Regennummer, das ist mit der Synchronisierung ein Problem. Es kann auch sein, dass das im Multiplayer durchaus ein Problem gibt. Also ihr müsst ein bisschen aufpassen mit dem Tool. Das ist nicht einfach so, dass ihr es mal beachtet, die Warnhinweise. Ne? Dann passt das eigentlich auch ganz gut. Ihr könnt die Zeit stoppen. Machen wir das mal. Gibt es eine Timescale auf 0, dann bleibt ihr einfach stehen. Na, wenn ihr sagt, okay, in 5 Minuten soll es regnen und ich habe das Feld noch nicht fertig, ich möchte es aber gerne fertig machen. Im Singleplayer könnt ihr das frei entscheiden. Im Multiplayer gehen nicht alle Funktionen, aber viel, viel mehr, als ihr über die Konsole bisher erreichen konntet. Also es gibt auch Funktionen, die ihr Multiplayer bisher nicht hattet über die Konsole. Sowas wie zum Beispiel Paletten spawnen oder den Fill-Type in Anhängern auffüllen. Ne? Also ihr könnt über dieses Tool könnt ihr euch einen Anhänger voll machen. Machen wir gleich auch noch. Und das geht im Multiplayer mittlerweile auch. Das ging nämlich vorher bei dem Host vorbehalten. So, also. Jetzt können wir natürlich so einfach wieder den Zeitscale hochpacken. So, jetzt läuft das wieder. Jetzt machen wir mal im Zug. So, also Flugmodus, das kennt ihr vielleicht schon, Flugzustand anschalten, HUD Visibility an, aus, dann seht ihr jetzt, HUD ist weg und mit E und Q kann ich eben hier hoch und runter fliegen, ne? Kennen einige von euch schon und kann man jetzt direkt über F12 machen, man muss also nicht mehr die Befehle
in der Konsole kennen oder die aktiviert haben wollen, möglich an der Stelle. So, Flugmodus können wir eigentlich auch drin lassen, das ist gerade eigentlich. Ne, wir machen den wieder aus. HUD machen wir wieder an. Hat eigentlich, aber wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. Jetzt kommt noch was Spannendes. Das gab's früher mal über andere Mods. Jetzt gibt's das hier über das Spiel. Ihr könnt eine Figur teleportieren. Moment, 12, ich muss das jetzt wieder lernen. Und dafür kommt ihr hier in diese Zielposition von dem Helfer. Das hat der GTX ganz cool gemacht. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte hier hin und ich möchte in die Richtung gucken. So, wenn ich jetzt bin ich hier auf der Karte. Seht ihr natürlich nicht, ne? Aber jetzt könnt ihr es sehen, ich bin hier unten rechts auf der Karte, ne? Also da unten. Ich kann das aber auch mit Fahrzeugen. Mit ganzen Zügen. Also alles, was ihr an dem Fahrzeug dran habt, könnt ihr jetzt teleportieren. Und dafür springe ich mal über die Karte einmal zurück in mein Fahrzeug, was ich da hier unten stehen hatte. Da. Da seht ihr, da ist auch eine Spritze dran. Ob da jetzt ein Gewicht noch dran ist oder noch mehr dran ist, ist da völlig egal. Ach, jetzt habe ich wieder F11 gedrückt, ne? Das wird euch passieren, wenn ihr F11 drückt, für die, die es früher gehabt haben. So, ich drücke F12 und dann steht hier schon Teleport Fahrzeuge, Map-Auswahl. Man kann übrigens auch hier Koordinaten eingeben, wenn ihr die genauen Koordinaten kennt. Ihr könnt es zu den Feldern teleportieren. Können wir vielleicht auch mal machen, ne? Komm, wir lassen uns mal zu Feld 1 teleportieren. Und dann stehen wir eben... Mal selber gucken, hier oben links in der Ecke, da, mitten auf Feld 1. Also es ist wirklich dann mittig auf den Feldern. Oder eben, ich mache das so und teleportiere mich eben hier, was weiß ich, hier mitten auf das Feld, ist auch egal. Mit der Zielrichtung. Ihr solltet natürlich irgendwie einen Platz haben. Also wenn ihr auf, ihr könnt euch natürlich auch auf Gebäude teleportieren. Wir können das mal hier machen. Ne, dann steht man halt in dem Gebäude. Das ist nicht so ganz zielführend, wie man hier sieht. Aber ihr könnt euch... Ach, jetzt habe ich wieder F11 gedrückt. Es ist einfach noch so drin. ihr könnt euch da aber natürlich auch wieder raus teleportieren. Ne? Das ist dann ganz praktisch, wenn man mal irgendwo feststeckt, kann man das entsprechend wählen. So, jetzt stehen wir hier auf Feld 33. Und das ist ja in einem desolaten Zustand. Ne? Hier ist, haben wir mal einen Test gemacht und eigentlich möchte ich, dass da jetzt irgendwas drauf geerntet ist. Das ging ja früher über die Konsole auch. Da habt ihr eine Set-Field-Status, gab es da schon. Ich gehe mal hier gerade nicht weiter drauf ein. Also hier gibt es noch so ein paar Sachen für Screenshots zum Beispiel. Also Field of View, das heißt die Kamera an sich, da könnt ihr einstellen. Ich sag mal, standardmäßig ist, glaube ich, 60 oder 70 aktiv. Wenn ihr das auf 30 macht, wir machen das nochmal eben. Ne? Dann habt ihr eine deutlich nähere Aufnahme. Aber sowas kann man hier machen für Screenshots. Ihr könnt das hier wieder zurücksetzen. Ihr könnt die Qualität einstellen. Das ist auch eigentlich relativ krass. Also ihr seht, das ist niedrige Qualität hier. Schon ziemlich krass, dass man das hier während des Spiels machen kann. Und so, wir machen mal die Benutzereinstellungen und das macht er wirklich hier live on stage. Also auch das ist relativ cool. Sammlerstücke anzeigen, dann könnt ihr die auf der Karte anzeigen. 90% gefunden, 80% gefunden. So. Dann werden die, glaube ich, auf der Karte angezeigt. Ja, müsstet ihr euch nochmal angucken, wo die entsprechend sind. Wir können aber auch gleich in den Hilfemenü gucken, uns das nochmal genauer anzugucken. Aber es gibt hier noch viel, viel mehr. Ne? Das war der erste Reiter. Wir sind den ersten Reiter durchgegangen. Das ist, wie gesagt, völlig abgedreht. Ich möchte mal hier auf den Reiter eingehen. Das ist eben das Verändern der Farmlands. Ne? Ihr könnt also hier direkt auf dem Feld, auf dem wir uns befinden, das hat er hier erkannt, Feld 33. Wir laufen hier mal rüber auf das andere Feld, damit ihr das seht. Feld 32. Kann ich also direkt da anpassen, ne? Sogar mit Stärken. Ne? Wie viel soll denn da wirklich drauf sein? Also wenn ihr sagt, boah, ich möchte jetzt aber jetzt diesmal mal keine Steine sammeln, dann macht ihr die halt weg. Ihr seht auch, hier steht das Unkraut voll. Dann sagen wir mal Unkraut minus. Dann ist die erste Unkrautstufe. Entschuldigung, es war schon die zweite, jetzt ist die erste Unkrautstufe. Und so könnt ihr das hier komplett wegmachen. Also Unkraut wachsend wird natürlich angezeigt an der Stelle.
So, also das, ne, ihr seht, wir haben schon ein bisschen das Feld aufgeräumt. Ihr könnt Wachstum voranschreiten lassen, wenn es eben noch nicht gewachsen ist. Wachstumsperiode könnt ihr festlegen. Den Besitzer könnt ihr festlegen. Dann Debug-Felder Zustand, da könnt ihr halt noch ein paar die Einstellung hier verändern. Also das geht um die Feldinfo, glaube ich, unten rechts. Lassen wir aber mal hier da, wo es gerade ist. So, Feldfrucht festlegen. Hier gibt es nämlich noch zwei Haken, die man so ja etwas übersehen könnte. Was passiert da? Feldfrucht festlegen. Da geht ein neues Fenster auf. Da kann ich jetzt mein Feld auswählen. Ich kann also jetzt auch Feld 32 nehmen, was hier nebenan ist. Kann sagen Weizen oder ich nehme irgendwie eine andere Frucht. Machen wir Pappeln drauf. Hier will ja nun wirklich keiner säen. Die wollen wir zu 100% gedüngt haben. Kalk soll drauf sein. Steine, nein. Ausgewählt. Zustand 4. Machen wir Zustand 1. Bodenlayer. So, das heißt also, ihr könnt anzeigen, was eben auf dem Bodenlayer angezeigt wird. Ich möchte da mal nichts anzeigen. Kein Unkraut ist richtig. Muss nicht gewalzt werden. Farmland kaufen. Könntet ihr jetzt mitmachen. Ich glaube, das gehört mir sowieso. Aber ich kaufe es einfach mal mit. Gepflügt Status, ja, soll gepflügt sein. Unkrautvernichter, nein, soll nicht drauf sein. Stoppeln, häckseln, zerkleinern. Achso, genau, da geht es halt um das Mulchen. So, jetzt nur mal gucken. Wachstumszustand. So, jetzt können wir nämlich den Wachstumszustand hier auch noch auswählen für die Pappeln. Müsst halt gucken, wie weit die gehen. Erntereif im Wachstum. Aha, erntereif. Also ihr könnt es auch direkt auf erntereif stellen und dann seht ihr hier Pappeln mit dem Status, den wir hier angelegt haben. Also was den Bodenlayer angeht, das ist so ein bisschen das, was hier unten zu sehen ist. Da könnt ihr entsprechend den Bodenlayer verändern. Also relativ zügig könnt ihr hier die Feldfrucht festlegen. So, jetzt sind wir wieder auf Feld 33. Da wollte ich aber doch gerne die Sorghumhirse haben. Ihr seht auch, der hat sich einige Einstellungen von denen, die ich vorher eingestellt habe, gemerkt. Dort verfault, erntereif wollen wir hier haben. Und ihr müsst also nicht alles jedes Mal wieder neu einstellen, wenn ihr einzelne Felder entsprechend anpflanzen wollt. Ja, und so seht ihr, Feldzustände könnt ihr wiederherstellen. Das heißt, gerade wenn ihr ein Map-Update durchgeführt habt und sagt, boah, ich will nicht alles wieder neu machen und herstellen und meine ganzen Sachen fehlen und ich möchte aber trotzdem die aktuelle Map spielen, dann habt ihr mit diesem Tool natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, das anzupassen. Ja, also Feldstatus haben wir jetzt schon mal gemacht. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Wir können auch noch, Moment, 12 Spieler einstellen. Wir gehen mal wieder nach oben. Ein Reiter ist der zweite Reiter. Renngeschwindigkeit einstellen. Da könnt ihr tatsächlich das Laufen hochstellen auf 14-fach. Mal gucken, Moment. Achso, ich muss es einschalten. So. Also ihr seht, wahnwitzige Geschwindigkeit, ne? Mal 14. Das heißt also, wenn ihr das Rennen einstellt, dann kommt ihr entsprechend hier hin. Jetzt muss ich gerade gucken, wo bin ich hingerannt. So, also. So funktioniert das. F12, so. Dann haben wir die Superstärke, das kennt ihr schon aus anderen Tools. Das heißt also, wenn ich die Superstärke anschalte, dann kann ich, sollte ich den anheben können. Okay, der beißt sich wahrscheinlich gerade noch mit meinem Lumberjack. Daher, na, da habe ich noch ein anderes Skript drauf. Das sollte man eventuell, ach so, guck mal hier, wieso ist es wieder aus? Oder es nimmt die, es beißt sich auf jeden Fall gerade mit dem Lumberjack ein bisschen. Müsst halt gucken, wie ihr die Superstärke nutzen wollt. Wie gesagt, ich habe hier das mit drin und kann das dann auch entsprechend nutzen. Das ist genau das Feature an der Stelle. So. Hüpfhöhe einstellen. Das, ohne Quatsch, da habe ich wirklich drauf gewartet. Sage ich euch auch warum. Wir rennen mal hier vorne eben zu diesem Zaun hier. Wie oft wollte ich schon über so einen blöden Zaun hier hüpfen? Ne? Komme ich aber nicht rüber. Na, manchmal bleibe ich sogar vor so kleinen, so glaube ich, die Renngeschwindigkeit etwas verändern, vor so kleinen Mäuerchen hier stehen. Also in dem Fall geht es jetzt. Aber ich möchte hier wirklich mal rüber hüpfen können.
Dann nehmen wir mal dreifach. Und zack. Na, vielleicht. Kann ich auf die Häuser sprengen, ne? Also es addiert sich mit dem schnellen Rennen und dem Hüpfen natürlich, ihr könnt es. Aber das drüber hüpfen ist einfach richtig gut. Also das ist so ein Moment. Zweifach hüpfen reicht, glaube ich, in der Regel, um das wieder herzustellen. Für die, die den LS19 gespielt haben, ist es wirklich so, dass man ständig vor irgendwas hängen bleibt, was früher einfach durch ein Hüpfen erledigt werden konnte. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch dieses Phänomen. F12. Third-Person-Ansicht. Hat GTX damals auch gemacht, also seht es hier. Lohnt sich durchaus, da mal reinzugucken in die Third-Person-Ansicht. Sieht auch irgendwie witzig aus. Ihr könnt auch mit der Kamera dann rum, also es ist im Prinzip fast so wie beim Fahrzeug. Und dann könnt ihr euch auch selber mal sehen. Also auch eine sehr coole Funktion. Alles, was hier mit dem Spieler zu tun hat, eben hier. Baumstammmarkierung könnt ihr einmachen, den Aim-Marker an, aus. Das ist eben diese Hand, auch die man da hat, ne? So, hier ist es nicht. Okay, ach so, wegen der Superstärke ist unsere Hand auf jeden Fall noch drin. So, also ihr seht, ihr könnt jetzt nicht einfach überall raufhüpfen. Da müsstet ihr das noch höher für einstellen, um das zu machen. Das eben nicht an der Stelle. So. Hof auswählen, Figur, meine Farm. Das funktioniert scheinbar nur für den Multiplayer. Debug-Informationen. Ihr seht dann hier oben links in der Ecke schon einige Debug-Informationen eben von dem Spieler, was hier da gerade passiert. Primär für Modder sicherlich geeignet. Ne? Also hier, das sind die Informationen sicherlich für den Modder. Könnt ihr da nutzen, das ist meistens ganz rechts. So, Objekt. Wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Wir haben gerade mal drei Reiter uns angeguckt und hier sind noch eine ganze Menge mehr. Ich möchte jetzt nicht alles durchgehen, nur mal so grob die ersten Informationen. Also ihr könnt hier Ballen hinzufügen, ne? Quaderballen, 120 cm, Gras, Heu, Stroh und ihr könnt auch das Gras gewickelt, glaube ich, hinzufügen. Quaderballen. Ja, bei ab 180 cm könnt ihr sagen, gewickelt. Und ich glaube, da könnt ihr dann auch Silageballen machen. Also je nachdem, welche Größe ihr habt, könnt ihr das hier reinpacken. So, wir wollen das aber gewickelt haben. Und dann seht ihr, ist hier ein Ballen gespawnt. Ne? So. Das könnt ihr relativ häufig machen. Dann drückt ihr einfach ein paar Mal drauf. Und dann sind hier ganz viele Ballen gespawnt. Und ihr seht, ich habe da ganz schön oft drauf gedrückt. Wir haben hier gerade den wackelnden Turm von Pisa. Da sollte man nicht zu nah rangehen. Man kann den relativ einfach wahrscheinlich umstürzen. Ja, vielleicht müsste nach der Third-Person an sich nochmal raus. Komme ich nämlich nicht nach oben raus. So. So, und dann könnt ihr den Turm natürlich umwerfen. So jedes andere Objekt. Ihr könnt ganz viele Objekte hier spawnen. Das ist da schon relativ krass. Wir sind bei den Objekten. Ja, das sind ja die Ballen hier. Ihr könnt aber auch die Paletten hinzufügen. Das heißt, Bretter, Brot, alles was an Paletten so auf der Karte vorhanden ist, könnt ihr hier einfach spawnen lassen. Olivenöl, ganz simpel. Jetzt haben wir eine Palette Olivenöl hier stehen. Ja, das ist schon hart. Also natürlich, das geht nicht darum, um irgendwie im Spielfortschritt schneller voranzukommen. Also es geht um was auszuprobieren, was zu testen, einen Spielstand wiederherzustellen. Wenn ihr euch damit jetzt ständig euer Spiel cheatet, das ist hier Cheats per Oberfläche. Wenn ihr euer Spiel cheatet, dann verliert ihr natürlich den Spielspaß. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber reden, dass das eher schlecht ist. Also es macht dann keinen Spaß mehr. Dann könnt ihr das Spielen auch einfach lassen. Aber in manchen Situationen wisst ihr, boah, wenn ich jetzt mal eine Palette hätte zum Ausprobieren oder ich würde es gerne testen oder sonst irgendwas, dann hilft das auf jeden Fall. So, hier könnt ihr die Bäume durchgehen, die ihr entsprechend ernten könnt. Fichte zum Beispiel. Und dann machen wir einfach mal ein 5 Meter Stück.
Und dann kommt hier ein 5 Meter Baum Fichte zustande. Ne? Und das könnt ihr auch wieder relativ häufig machen. Und dann habt ihr ein paar Baumstämme. Wenn ihr irgendwas testen wollt, dann hilft das auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch verfügbare Ballen? Genau, die kann man sich auf der Karte anzeigen lassen, weil ich es gesehen habe. Aber ihr seht auch die hier entsprechend, wo die Ballen auf der Karte eben zu finden sind. Also was man da alles hat. Also hier haben wir zum Beispiel Baumwollballen. Ah ne, Moment, das sind die verfügbaren Ballen. Moment, Ort eines Ballens anzeigen. So, das war das mit der Karte. Verfügbare Ballen wären die, die auf der Karte eben möglich sind. Ne? Fermentierte Ballen haben wir gerade nicht. So, Ort eines Ballens anzeigen. Ort einer Palette anzeigen machen wir auch mal direkt an. Das heißt, ihr könnt auf der Karte, also ihr seht es vielleicht schon hier, ne? Hier vorne liegen Ballen, eine ganze Menge. Und ihr seht es auf der Minimap unten links in der Ecke schon, dass da ganz viele Ballen angezeigt werden. Ich weiß nicht, ob das, hier tut das tatsächlich auch. So, das sind entsprechend die Ballen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier das zusätzlich kriegen. Also die orangen sind die Ballen. Und ich meine, grün müssten die Paletten sein. Ne? Genau, hier sind, werden entsprechend Paletten angezeigt. Und dann habt ihr das hier auch in dieser Übersicht. Das hilft durchaus manchmal, das anzupassen. So. Aber das kann natürlich auf die Performance gehen. Solltet ihr also ein bisschen drauf achten. So, Paletten hatten wir. Für Baumstämme hinzufügen hatten wir Tip to Ground. Das heißt, dass ihr hier einfach einen Haufen Weizen zum Beispiel hinlegt. Ne? Machen wir eben so. 2 Meter, 3 Meter. So, und wir brauchen, was weiß ich, wir brauchen mal 5000 Liter Weizen. So, und jetzt haben wir hier 5000 Liter Weizen auf 3 Meter liegen, ne? Das kann man relativ weit treiben. Ihr könnt, was ihr nicht machen könnt, ist jetzt hier drüber was anderes legen. Radius machen wir mal 3 Meter, dann können wir das leeren, was hier liegt. Ne, ich habe jetzt hier Radius von meinen Füßen aus 3 Meter. Der gesehen hat ein bisschen abgeschnitten. Wenn ich mich jetzt genau hier drauf stelle und das nochmal sage, vielleicht sogar den Radius ein bisschen größer mache, dann ist eben hier alles weg. Ihr könnt das sogar einzeln weglegen. Ja, also wenn ihr sagt, ihr möchtet Weizen da auflösen, könnt ihr das auch machen an der Stelle. So, übertreiben wir das mal ein bisschen. Machen wir das mal auf 15 Meter. So, und ihr seht, ihr könnt damit wirklich ja, auch Quatsch machen. Ne? Also ihr könnt hier die Objekte da reinlegen, dann seht ihr, sowas passiert dann hier. So, und dann liegt es eben hier drin. Aber witzig, dass es halt hier über diese 15 Meter das angelegt hat. Ne? Das ist schon auch ganz spannend. Damit könntet ihr zum Beispiel auch testweise mal ein Silo füllen. Das ist halt durchaus auch möglich. So, hier kann ich jetzt gerade nichts hinlegen, seht ihr, weil ich eben mitten auf diesem Ding draufstehe und da schon jede Menge Zeug liegt. Jetzt möchte ich hier mal einfach die Area aufräumen. Und ihr seht, das hat noch nicht gereicht. Da muss ich noch einen Schritt weiter gehen. So, auf 25 Meter kann ich das machen. Und dann ist der Bereich hier aufgeräumt. Wenn ich jetzt die Baumstämme wieder anpacke, dann fallen die wieder runter. So. Kollision anzeigen. Ballen entfernen könnt ihr hier. Moment, machen wir das mal eben so. Stellen wir uns mal hier vor. Ballen entfernen. Sind Sie sicher, dass alle Objekte von der Map entfernen möchten? Ja, möchte ich jetzt mal aufräumen. Dann habe ich wirklich alle Ballen, seht ihr hier, also die, die hier standen, aber die, die hier vorne lagen, sind auch alle weg. Das heißt, damit könnt ihr mal so eine Map wieder ein bisschen aufräumen. Oh, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ne? Baumstamm entfernen. Ja, alle von der Karte. Und dann sind die Baumstämme hier weg. Baumstumpf entfernen. Das ist auch ganz praktisch manchmal. Paletten entfernen. Ich entferne jetzt alle Paletten von der Karte, egal wo die gerade rumstehen. Wenn die nicht in irgendeinem Lager eingelagert sind, sind die jetzt weg. Der, ne, hier standen Paletten, der ganze LKW war voll Paletten. Alles weg. Solltet ihr auch so ein bisschen drauf achten. So, dann gibt es hier eine ganze Menge Informationen. Das ist primär was für die Modder auch unter euch. Wenn ich hier in dem Gerät bin, ich kann das Fahrzeug neu laden. Das heißt, wenn ich Änderungen daran gemacht habe, ne, gerade beim Singleplayer, wenn man
wie gesagt, fürs Modding ist das interessant, da kann man eben das Fahrzeug neu laden, weil man dann nicht immer das Spiel für alles neu laden muss. Ne? Fahrzeug analysieren, auffüllen. Das ist noch ganz spannend. Moment, da werden wir mal eben hier... Ja, wo ist denn... Ich brauche... Moment, wir machen das anders. Ich kaufe einfach schnell einen LKW und einen Auflieger. Dann machen wir das eben einmal zusammen. Nehmen wir den eben. Ja, so ein bisschen Zeit muss sein. So, nehmen wir den so. Ich habe nicht genug Geld. Ach so, ja, das stimmt. Ich habe das Geld vorhin zurückgesetzt. Dann braucht man natürlich Geld. Ja, das ist genau der Moment. So, jetzt haben wir Geld. Jetzt können wir das Ding auch... Oh. Können wir den Auflieger auch kaufen. Dann kaufen wir einfach einen anderen jetzt eben. So. Aber... So viel Zeit muss dann ja doch sein. Da haben wir ihn. So, kaufen. Ja. Ach, ich habe den LKW auch nicht gekauft, ne? Ach komm, dann nehmen wir den LKW, dann muss es mal so sein. Genau, da geht es eben darum, dass ihr da relativ schnell Fahrzeuge befüllen könnt. Also nicht nur, habt ihr gesehen, vielleicht zwischendurch gerade mit Diesel. Das heißt also, wenn ein Fahrzeug leer ist, wenn ihr mal wirklich am Feld steht und sagt, boah, nee, ich habe keine Lust, da jetzt irgendwas hinzufahren, um zu tanken, dann habt ihr damit die Möglichkeit, das Fahrzeug zu füllen. Da haben wir ein bisschen zügig gefahren. Machen wir das Ding mal auf. So, mit F12 könnt ihr im Fahrzeug das nicht nur neu laden, sondern ihr könnt es auch eben hier mit auffüllen mit Weizen. Wir machen das jetzt mal eben. Hier stand auch schon die maximale Menge drin. Das heißt, ihr seht, das ist vielleicht sogar ganz gut. Hier die erste Kammer ist gefüllt, nicht das ganze Fahrzeug, weil es hier unterschiedliche Füllkammern gibt. Ne? Könnt ihr zum Beispiel auch hier sagen Gerste. Und dann haben wir eben in der zweiten Kammer Gerste drin. Und dritte Kammer ist dann auch wieder völlig egal. Also alles, was da üblicherweise reingeht, könnt ihr eben auch hier reinfüllen. Ich könnte auch hier jetzt Mineraldünger, na warum nicht, machen wir Mineraldünger hier in den letzten Reihen. Also, ihr könnt diese unterschiedlichen Füllbereiche auffüllen. Wenn ihr das also merkt, ein Fahrzeug zum Beispiel AdBlue oder Diesel, könnt ihr damit füllen. Ihr müsst aber auf dem Fahrzeug oben sein. Das heißt also, ich tappe das jetzt mit G durch. Na, jetzt bin ich auf dem Fahrzeug und die Alternative ist eben, auf dem Anhänger zu sein. Jetzt bin ich gerade auf dem Fahrzeug und jetzt kann ich das mit Diesel auffüllen. Ne? Synthetische Harnstofflösung, also ihr seht, AdBlue gibt es drin. Luft auffüllen gibt es auch. Also es gibt drei Fill-Types für den LKW an sich. Weiß man so gar nicht, weil man im Prinzip immer nur Diesel tankt, aber die hätte der in der Regel. So, jetzt gibt es noch mehr. Es gibt Zustand Dreck. Wir möchten den mal richtig dreckig haben. Und dann seht ihr, der komplette Zug, also alles, was angehängt ist, hat den kompletten Dreckstatus bekommen. Ne? Falls ihr mal, ja, findet ihr schöner, wollt ihr einfach da nutzen. Also dann könnt ihr Kraftstofflevel könnt ihr hier eintragen. Einstellen, ich sag mal hier, wir machen mal 20 Liter rein. So, und jetzt seht ihr vielleicht hier in der Ecke, dass der Benzintank eben auf 20 Liter steht. Und jetzt könnt ihr auch hier sagen, über Auffüllen, Diesel füllen, 400 Liter, dann ist der da wieder voll. Aber ihr könnt es natürlich auch Kraftstoff hier einstellen. Ne? Also füllen, leeren könnt ihr da machen. Könnt ihr ein paar Einstellungen dafür nehmen, könnt das Fahrzeug entfernen, Scheibenwischerzustand, Fahrzeug wie weit entfernt. Weiß ich gar nicht, was der dann anzeigt. Das sind wahrscheinlich so Debug-Info. Ach, da haben wir es hier schon. Jetzt seht ihr hier auf der Karte, wie weit die Fahrzeuge von euch entfernt sind. 25, 197, 172 Meter. Man sieht es so in dem, im Hintergrund, wie das funktioniert. Ich habe, wie gesagt, noch nicht alles zu 100% ausprobiert, aber da geht eine ganze Menge. So, und das Gleiche mit Placeables. Ne? Ihr könnt Placeables entfernen. Ich guck gerade, ich überlege gerade, ob ich das probiere. Ich werde jetzt nicht alles entfernen. Testet das selber mal aus. Das möchte ich dann doch nicht machen. So, wir können das aber hier Fahrzeug entfernen. Ja, möchte ich entfernen.
dann ist das Fahrzeug mit dem Anhänger, das da dran hängt, wieder komplett weg. Phil Level alles runter. Also da könnt ihr eine Menge Sachen machen. Wie gesagt, Placeables hatten wir da, Felder Farmland hatten wir, ihr könnt das Wetter einstellen, und zwar mit allem, was da geht. Ne? Ihr könnt Schnee hinzufügen, hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt da bei dem Schnee unterschiedliche Level. Jetzt gucken wir mal eben, na, damit ihr auch die Hilfe gesehen habt. Da gibt es nämlich wirklich zu allem Informationen. Wir möchten jetzt wissen, wie das bei der Umgebung ist mit dem Schnee. Umgebung, und dann gucken wir mal, Schnee einstellen. Eine Schicht Schnee der Map hinzufügen. Legt fest, wie viel Schnee man möchte im Bereich von minus 4 bis 0,5. Okay. Dann versuchen wir das mal. Okay, ich mach das mal so. Ich füge mal der Map eine Schneeschicht hinzu. Da hinten kommt die. Also ihr seht, das muss die Karte halt wirklich einmal komplett durchsynchronisieren, ne? Da geht es natürlich auch um die Bereiche, wo Schnee entsprechend liegen kann überhaupt. Und dann seht ihr aber hier, es liegt alles voller Schnee. So, das können wir natürlich auch wieder entfernen. Oder Salz hinzufügen. Also hier könnt ihr eine ganze Menge mit testen. Also Schnee eben natürlich jetzt hier im, ja, obwohl November könnte es vielleicht schon schneien. Aber es wird wahrscheinlich noch zu warm sein. Also das auch da. Ihr habt also gesehen, die Hilfe erlaubt es einem, wirklich alles nochmal durchzugucken. Wie funktioniert das? Was muss ich da einstellen? Das ist extrem gut gemacht. Ihr seht ja auch, ne, die Ort der Ballenanzeigen. Es gibt sogar einen entsprechenden Modus für Farbenblinde. Dann die Paletten hinzufügen. Also alles das, was wir gerade mal so im Schnelldurchlauf gemacht haben. Und wie gesagt, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und das Tool kann eben auf den Multiplayer-Servern auch eine ganze Menge mehr, als ihr über die Standard-Konsole eben erreichen könnt. Meine Lieben, ich kann einfach nur sagen, das ist wirklich ein großartiges Tool. Verderbt euch nicht den Spielspaß, indem ihr euch einfach irgendwie alles cheatet, weil es dann zu einfach ist. Das wäre sicherlich die falsche Variante. Wenn ihr dazu neigt, es trotzdem zu tun, dann empfehle ich euch nur, für eine Savegame-Anpassung, für ein paar Änderungen, für irgendwelche dringenden Sachen, aktiviert den Mod und deaktiviert den, wenn ihr im normalen Spiel unterwegs seid, damit ihr gar nicht erst in die Versuchung kommt. Ansonsten, ja, viel Spaß damit. Ne? Also wirklich, jetzt kann nur wirklich jeder die entsprechenden Cheat-Befehle nutzen, die man vorher per Konsole eingeben musste. Und wie gesagt, hier gibt es so, so viel mehr, mit dem ihr testen könnt. Für mich ein Dauermod hatte ich im 19er immer im Einsatz und im 22er wird ja auch ein Standardmod in meinen Sets sein. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war jetzt urlang, ich weiß, aber wir haben, es gibt einfach so viel, ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen, beim Ausprobieren. Macht das auf einer Testmap. Bitte nicht in eurem Echtzeitspielstand, ne? Nicht alle Paletten und Ballen entfernen, sondern mal, wie kriege ich die jetzt wieder? Kriegt ihr nicht, ne? Dann müsst ihr den Safe-Game-Zustand zurückstellen. Wenn die hier einmal weg sind und ihr die sogar die Sicherheitsfrage aktiviert habt, dann sind die weg. Ne? Und im Multiplayer bitte ganz vorsichtig mit solchen Sachen. Das könnte zu Verstimmungen führen bei den Mitspielern. So, jetzt aber wirklich. Thank you, GTX, for this nice mod. Thank you very much. Und meine Lieben, für euch würde ich sagen, Däumchen nicht vergessen, netten Kommentar da lassen, ein Lob für GTX natürlich und dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Alles Gute, bye bye und ade.